Freunde, ganz kurz bevor das Video startet, wenn ihr wollt, dass ich jetzt gleich noch die Outtakes direkt hochlade, die Outtake-Reaction, dachte ich mir, wir sind kurz vor den 10.000 Followern auf Instagram und sobald wir die erreicht haben, kommt direkt, aber in der Sekunde, wo wir es erreichen, Freunde, ja, ich habe da so einen kleinen Algorithmus, ja, aber in der Sekunde, wo wir die 10.000 Follower auf Instagram erreichen sollten, dann kommt direkt die Reaction auf die Outtakes zu diesem Video online. Also könnte es jetzt in den nächsten 20 Minuten vielleicht schon online kommen. Erster Link in der Beschreibung und auch im angepinnten Kommentar. Fludaflo heiße ich auf Instagram, Freunde, ganz easy zu finden. Und helft mir da gerne, Freunde. Wir sind echt kurz davor, also es ist auf jeden Fall machbar. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, Freunde. Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir sind heute angekommen. Ein bisschen zu spät, ich weiß, aber darüber reden wir jetzt nicht. Bei der neuen Reaction zu Julien Bam, Freunde. Halloween in Asozial ist endlich da. Und ihr habt es alle schon gesehen. Ich noch nicht, deswegen bin ich sehr gespannt. Ich habe von euch schon gehört, dass es extrem cool sein soll. Und ich muss sagen, ich habe mich wirklich drauf gefreut. Ich habe mich wirklich drauf gefreut, Leute. Ich möchte gar nicht viel mehr labern. Falls ihr neu seid, klickt auf jeden Fall jetzt oben ins i und gönnt euch die Julien Bam Playlist, beziehungsweise auch die Julien Bam Song Playlist, wo wir die ganzen Vorversionen von Spotify anhören. Oder checkt einfach die letzten paar Videos ab. Krass Klassenfahrt gucken wir gerade. Wir sind sehr aktuell, Freunde. Ja, die neueste Folge ist heute online gekommen. Wir sind sehr aktuell. Wir schauen Krass Klassenfahrt und alles andere. Schaut euch gerne mal um. Ihr seid herzlich willkommen hier auf dem wunderbaren Kanal, Leute. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir jetzt hier rein. Halloween in Asozial. Alter, sehr gute Bewertung, Mann. Boah, ich bin wirklich gespannt. Let's go. Boah, Leute, ich hab echt den ganzen Tag mich drauf gefreut, muss ich schon sagen. Ich habe den ganzen Tag mich drauf gefreut. Och, das klassische Intro, Leute. Boah, das ist schon cool. Ich muss sagen, der Hype ist schon da. Der Hype ist auf jeden Fall schon da, Leute. Auf jeden Fall. Tief unten in einem schaurigen Kellerlabor wagt ein junger Arzt den unheilvollen Versuch, sich einen Namen in der Deutschrap-Szene zu machen. Dabei scheut er weder Mühen noch Patte, um seinen Traum in die Reality steppen zu lassen. Dr. Frankenstein, ein echter Gangster. Fenster. Verdammt. Ich meine recht. Ich kann nicht rappen. Aber du, du wirst sie alle in Grund und Boden rappen. Jo. Lester. Oh, das ist so gut gemacht, Leute. Yo, ist ja übertrieben gut. Ja? Süßes oder sauer? Nein. Victor ist kein Mann, wie es jeder andere ist. Und selbst das goldigste Kinderlachen erregt bei ihm nichts weiter als Verachtung und Gräuel. Übrigens, Dr. Frankenstein ist wirklich Victor. Deswegen Ehre. Meister! Meister! Ey, was los? Nee, Energie! Ja, Meister! Hol mir nicht mal auf die Welt! Okay. Frankenstein! Aber Dr. Frankenstein! Soll er mich lieber Frankensteins Monster heißen, so wie in den alten Filmen? So hörst du dich an, verpiss dich! Heilung! Ja, Meister! Maximaler Bass! Freunde, die Cam ist wieder im Standard-Skill-Style, wo man ungefähr nur die Hälfte vom Gesicht sieht. Grüße gehen raus an Standard-Skill. Wir brauchen mehr Bass! Oh. Es lebt! Meister, es macht seinen Mund auf! Ich glaube, es will uns was sagen! Check mein Drip, Airpods im Halsring, Kopf so dick wie der Arsch deiner Alten. Wagen geleast, doch ich werd ihn behalten. Bomberjacke, weil die Parts heiß kalt sind. Frankenstein, straight out the Keller. 2 Meter groß, 2 Meter Ständer. Beste der Beste, ich bin 100 deutsche Rapper und Baller bei Macabella. Der Monster von der Hände, Penner und eure Tattoos verlieren. Ey, die haben einen heftigen Wagen. Den hatte Dings, der war bei, wo waren der? Bei Lelano und King Khalil mit dem Video, glaube ich sogar, ja. Heftig. Ey, krass, Mann. Und ich muss sagen, das hört sich nicht schlecht an. Ich freue mich jetzt schon. Ich hoffe, dass ein paar Vollversionen kommen, Leute. Ich hoffe, dass ein paar Vollversionen online kommen. Die werden wir uns auf jeden Fall ansehen. Du Rapper und Baller bei Macabella, der Monster von du Halloween Pen und eure Tattoos verlieren über die Jahre an Farbe. Meine Namen gehen tiefer und schreiben lange Romane. Ihr kommt aus dem Ghetto, ich lag unterm Ghetto 50 Jahre Name. Bist du denn jeder Sprache? Das hat sich schon ein bisschen erotisch angehört, muss ich sagen. Das war schon nicht schlecht, muss ich sagen. Wer hat den Monster flohen? Wer ist grün und voll groß? Bin der King of Rap, doch das wollte ich gar nicht sein. Ich wär gern Friseur. Ich glaub, das wär mega krass. Oh, der Beat, Leute. Aber ich träum davon, jede Nacht schneiden für einen Dauerwellen ist das, was ich mein. Freddy Krüger einfach mit dabei hier. Ey, das ist bis jetzt echt gut, Leute. Das ist bis jetzt echt gut. Leid für dich, Frankenstein. Komm,
Mann ins Labor! Wir müssen reden! Was los, Vater? Hab ich denn die gut... Die Anspielung von Commons Café, wir müssen reden. Ey, es ist wirklich viel, viel Liebe zum Detail da. Viel Liebe zum Detail, muss man sagen. Das gefällt mir echt. Komm ins Labor, wir müssen reden. Was los, Vater, hab ich dich nicht gut vertreten? Ich will doch rasieren, aber lieber als Friseur. Ich hab dich gebaut, ich kann nicht auf die Plätze stören. Na gut, es ist Zeit, in der Booth zu stehen, Ehre und Ruhm zu nehmen, während die anderen Rapper doch zur Schule gehen und heimlich vielleicht ein paar Frisuren zu mähen. Frankenstein, okay. Ich schlage rein und baller Lines, du knallst hinein in Sack und dein. Mama weint, doch kann nicht sein, dass Frankenstein das irgendwie juckt, man. Guck mal, immer schrecken, wenn ich wahre OG. Deutscher Hike, das wird sogar deine Omi. Und alle Kids auch, dann hab eigenes Emoji. Nummer 1, doch eigentlich bin ich scheiße lonely. Ich wär gern Friseur. Stopp! Du willst wirklich Friseur werden? Ja. Frankenstein, Mann! Okay. Ey! Friseur, Gärtner, Balletttänzer, Rapper. Oh nein, wie traurig ist das, hä? Voll grausam eigentlich. Okay, nächster Versuch. Okay, wartet kurz. Okay, nächster Versuch. Das war eh nix. Nur unweit dieser Geschehnisse Arme versuchen Rebi. Drei kleine Bastarde zu checken, weshalb ihr Halloween-Loot so crappy ist. Fuck, Mann, ey, was haben wir denn jetzt? Ich hab Apfel. Ich hab Stein. Tipps auf Stein. Ey, das ist Opfer aus der Parkklasse. Sieh mal einer an. Ein rosa Lappen, eine fette Hexe. Und was bist du? Ich bin eine Leiche, guckst du. Nein, Mann, der war noch so jung. Ehrenmänner. Habt ihr keine Schoki bekommen? Voila, jetzt weiß ich, wie wir Süßes machen. Korrekt, Kauknete. Ey, lass mal dein Fahrrad... Kauknete, Bruder. Nehmen. Nein, auf denen sehen wir auch so kleine Bitches, Mann. Aber ich weiß, wie wir uns Fortbewegung mitteln. Yo, süßes Sodasaurus, du abgefuckter Clown. Gib mal gescheites nix her. Der sieht so süß aus, der alte Mann. Och nee, der sieht so süß aus. Vor der kleine Real-Life-Story. Vor, keine Ahnung, 6 Jahren oder so, als ich noch zu Halloween gegangen bin, habe ich bei so einer alten Dame geklingelt. Und die wusste nicht, dass Halloween ist oder was Halloween ist. Und hat mir dann einen Apfel gegeben. Als ich ihr erklärt habe, yo, hier verteilen Leute an kostümierte Kinder Süßigkeiten, hat sie mir einen Apfel gegeben. Aber ich war gar nicht sauer. Ich fand's richtig süß, Mann. Müssen wir die Clown? Heide, sei mal Ehrenmann. Weg mit diesem gesunden Dreck. Wir wissen, wo dein Haus wohnt. Mach mal Jala, bevor Messer steckt. Jetzt hol die teure Schoki aus dem Schrank auf deinen Nacken. Sonst tun wir dein Haus in verschissenes Klopapier entpacken. Gib mal noch Cola, Kaffee. Oh, der ist so süß, der alte Mann. Könnt ihr euch an. Für die Roster, Tiki, Feta, noch paar Mentos, die Freshmaker. Wir kriegen nie genug, wir werden niemals satt. Das hört sich wirklich gut an, da brauche ich eine Vollversion. Das hört sich wirklich gut an, Freunde. Da möchte ich wirklich eine Vollversion von haben. Das hört sich halt legit gut an. Achtet mal drauf. Wir kriegen nie genug, wir werden niemals satt. Sind die Könige der Nacht in dieser Stadt. Mach bei dir vorbei mit unserem Wagen. Das ist wirklich gut. Der Dad von Drew ist das einfach auch cool. Als ob McDonald's da scheiß drauf und alles haben. Oder gib uns jetzt die Keys von deinem Haus und all dein Kram. Meier sind geladen, die Böller bereit. Hör mal, du greifst, beschießen scharf vor die Böller vor live. Ey, hab nicht die Zeit, die Nacht ist bald schon vorbei. Tipps auf Waren, mein Digga, wir sind zu dritt und du nur allein. Wir kriegen nie genug, wir werden niemals. Ey, der Song ist wirklich gut. Wir sind die Könige der Nacht in dieser Stadt. Und diesen Elektro-Roller, alle, die so im Hype sind gerade. Vince, oder? Wir sind bei Vince zu Hause, glaube ich. Wagen stehen, na klasse AMG. Walla, Bruder, gib uns den. Wir würden auch noch die frische Tasche und Klunker nehmen. Wir kommen mal kurz rein, also hör mal auf, hier im Weg rumzustehen. Hot Wings im Abendbrot. Sorry, Toilette im Arsch, ich war grad groß. Eure Tochter sieht voll nicht nice aus, doch wir nehmen sie mal mit. Ey, Walla, scheiß drauf, man nimmt was man kriegt. Ey, echt gut bis jetzt, echt richtig gut bis jetzt. Klingel, diese kleinen Details, Alter.
Michael Myers, lizenztechnisch unbedenklich. Ja, tatsächlich. Da kann man nichts falsch machen, Alter. Boy! Krass, Michael Myers! Ey, lass mal Selfie machen! Nee, ich bin live Rino. LOL! Live ist einfach dabei! LOL! Okay, das ist wirklich stark. Das ist wirklich stark. Also Props auch an Live und My Hammer, dass er dabei ist, Alter. Boy! Krass, Michael Myers! Ey, lass mal Selfie machen! Nee, ich bin live Rino. YOLO! Boy! Oh. Ehre, Alter! Hä, wie geil ist das? Raus mit euch! Ey, Live ist so sympathisch einfach. Ich schwör's euch. Los hier! Katastrophe! Raus hier! Dieses trockene Berlinerisch so. Was denn los hier? Katastrophe, raus hier! Ey, Live ist echt so ein cooler Typ, Mann. Auch dass er mitmacht, einfach echt cool. Was ist los hier? Katastrophe! Raus hier! Chill mal! Lass mal erstmal Selfie machen! Okay, ihr kriegt ein Selfie, doch dann werdet ihr gekillt. Ja, Halloween Original Hollywood Filmstar. Dein Halloween-Kostüm übertrieben cringe, Mann. Chillt mal, ihr übertrieben hässlichen Kinder. Okay, Leute, das ist wirklich gut, aber da muss ich ganz kurz in die Werbeunterbrechung gehen. Freunde, Real Talk, folgt mal auf Instagram. Es fehlen nicht mehr viele, Leute, schaut drauf. Es fehlen nicht mehr viele. 211, dann haben wir die 10.000. Freunde, ich schwöre es euch, sobald wir tatsächlich die 10.000 Abonnenten hier knacken, kommt sofort das Outtake-Video online, auf Ehre, dachte ich. Wenn wir hier die 10.000 knacken in kurzer Zeit, es fehlen nicht mehr viele, dieses Video werden viele Leute sehen. Falls ihr mir auf Instagram folgt, @flutterflo, Link in der Beschreibung und angepinnter Kommentar, dann, Leute, kommt instant, wenn wir 10.000 haben, sofort das Outtake-Video, also die Reaction auf die Outtakes online. Ich habe gesehen, die wurden schon hochgeladen. Also, Freunde, auf Ehrenbruderbasis, dachte ich, machen wir das mal, statt Likes, Freunde, ja? Danke. Jeder kennt, ich bin kurz geht raus für euren Support auf jeden Fall. True, Freunde, ohne Rebecca Wing wäre Halloween nicht gruselig. Ich bin Hauptrolle in euren Albtraumen wegen meinen Füllen. Wie viel hat dein Outfit gekostet? Dein Leben, alle schreien und kreischen, wenn sie Michael sehen. Ich sein gestehen, ihr müsst leider gehen. Keine 10 Sekunden, bis ihr mein Knife verlebt. Wo sehen? Wo? Kein Plan! Ich würde den Ben, wo der Mond ist. Jungs! Leute? Ein furchteinflößendes Heulen dringt durch die düstere Nacht und erstreckt sich über Meilen hinweg, bis es plötzlich in der Dunkelheit verstummt und eine wilde Bestie ins Rampenlicht tritt. Getrieben von unermesslichem Drang und Durst nach Beute, streift sie durch die Streets und Fieldways. Ey, das hört sich echt gruselig an, wenn man das mit Kopfhörern hört irgendwie, weiß nicht. Hört sich ein bisschen unangenehm an. Ey, stopp, bitte, halt! Hä? Du Wichser! Es ist einfach nur John. Fuck, Mann, was ist das für ein Dreckstag, ey? Jetzt muss ich zu Fuß gehen. Halloween-Party kann ich jetzt auch knicken. Halloween S-Word-Party? Okay. Was ist das jetzt? Leute, was ist das? Werwolf oder was? Ein Werwolf! Hä? Leute. Geht's dir? Nein. Nicht mein Kostüm. Komplett am Arsch. Oh, dann schaue ich mir wenigstens den Vollmond an. Oh nein. Classic Move, wenn man sich den Vollmond ansehen möchte, so. Ah, der Vollmond. Mache ich aber auch immer vorne, täglich. Yo. Ich habe reingeguckt, Leute. Ich habe volle Kanne reingeguckt. Eins in die Kommentare, wenn ihr auch reingeguckt habt, Leute. Sorry für den kurzen Cut, Freunde. Das ist auch gut. Also mach doch schon mal nackig, meine Mäuschen. Hab die Beast Edition Johns, geile neue Twitter. Endlich Haare an meinem Sack, doch das zeige ich euch später. Er macht den Yogi Löw, Freunde, er macht einfach den Yogi Löw. Macht niemals den Yogi Löw. Also zum Checken, ob alles noch clean ist, okay. Aber, ey, macht den Yogi Löw auf jeden Fall nicht in der Öffentlichkeit, Leute, ich sag's euch. Übergroß, mein Schwanz ist locker 50 cm. Zähne Messer scharf, ja, der Gejacke wird zum Jäger. Keine Angst, ich esse du Tryers, bist nicht Beuteschema. Meine Stimme tiefer als Ausschnitt von Katja Mega. Mein Shisha to go, achtfach bin zerknallt, extremer. Was?
Meine Stimme tiefer als Katjas Ausschnitt, hat er das gesagt? Keine Angst, ich esse du Tryers, bist nicht Beuteschema. Meine Stimme tiefer als Ausschnitt von Katja Mega. Ey, das ist wirklich eine gute Zeile eigentlich, wenn du darüber nachdenkst. Okay, wir haben diesmal gute Songs dabei und ich muss sagen, Halloween in Asozial ist wirklich cool. Man kann in dieser in Asozial-Reihe könnte man auch so, keine Ahnung, statt Märchen, Halloween könnte man safe auch so Weihnachtsgeschichten in Asozial. Das wäre auch geil, Weihnachtsgeschichten in Asozial. Es gibt viele so Weihnachtsmärchen und Weihnachtsgeschichten irgendwie. Da ey, würde sie auch anbieten. Keine Angst, ich hab du Tryers, bist nicht Beuteschema. Meine Stimme tiefer als Ausschnitt von Katja Mega. Mega. Mein Shisha to go 8-fach, bin zerknallt als Extrema. Mein Kantina riesen Eule. Ich verteil jetzt ein paar Beule. Ey, der Song ist auch gut, Leute. Der Song ist gut. Machst du schon mal nackig meine Mäuschen. Wie episch sah das aus mit dem Mond? Jeder kleine Pisser weiß, was krasser wäre, was Killer. Ich bin Bulletproof, also versuch pull deinen Trigger. Komm mit Hul, klar, dass jeder 100 will zu zittern. Lady schicken Nacktbilder mit Wolfs und Ohrenfiltern. Meine Fanboys sind Chicks und deine nur kleine Kinder. Cruise ohne Lappen, Goldrad, Kappen, 12 Zylinder. Der Benz heute auf, ich komme um die Kurve ohne Blinker. Du bist auch kein Werwolf geworden, das ist Das Flair-Video. Freunde, viele von euch haben es vielleicht nicht gesehen, aber dieses Flair-Video, wo Flair festgenommen wird, ja. Was heißt festgenommen? Aber er hat schon Handschellen an und so, weil er ohne Führerschein anscheinend gefahren ist. Denken die Leute zumindest da, ich weiß es nicht genau. Und dann Flair einfach diesen Polizisten als Fanboy betitelt, Alter. Ey, wirklich Props und wirklich Respekt für diese Detailliebe und diese Insider, die da drin sind. Das ist wirklich stark. Die Kurve ohne das ist wirklich stark. Das ist auch kein Werwolf geworden. Das ist wunderschöner Start. Wir machen hier mal die Kamera aus. Ja? Ey, wir kümmern uns selber drum. Das ist mein Kumpel, Ruhe. Wo ist ihn? Halt ihn, halt ihn, nein, nein. Ich hab gerade gegessen, muss also, laufen. Nee. Also ich bin zu alt. Wir kriegen nie genug. Echt stark. Sind die Könige. Das ist, aber das ist das beste Lied auf jeden Fall, das ist das beste Lied. Krass. Ey, das ist wirklich stark, Leute. Gut. Kommt noch was zum Ende? Okay, Freunde, kleines, großes Mini-Fazit. Bevor noch irgendwas passiert, denkt dran, bei 10.000 Followern, falls wir die jetzt gleich noch heute Abend vielleicht knacken sollten, kommt heute Abend direkt in der Sekunde, wo wir die 10.000 haben, das Outtake-Video, also die Reaction auf die Outtakes online, Leute, ja. Auf jeden Fall danke erstmal für den Support schon mal soweit. Ansonsten, mega cooles Video, ich hoffe wirklich, Freunde. Ja gut, 31.10. schaffen wir nicht noch einen zweiten Teil von Halloween in Asozial, aber ich würde mir dann vielleicht Weihnachten in Asozial, Weihnachtsmärchen in Asozial, ich weiß nicht, es gibt viele Weihnachtsgeschichten, so die man in Asozial machen könnte, weil das war wirklich cool, es war Abwechslung, wir hatten diesen Märchen-Asozial-Style, plus halt neue Geschichten, neue Charakter und gute Songs vor allen Dingen, Alter. Viele kleine Insider, viele Easter Eggs, die da drin waren. Und ey, ich fand's wirklich gut, muss ich sagen. Ich bin wirklich stolz auf das, was Ju und sein Team Woche für Woche nicht nur auf Julian Bam, sondern auch auf Boolean Jam schaffen. Und ich fand's wirklich gut, Freunde. Lasst mal eure Meinung auf jeden Fall da. Welcher Song war euer Favorite? Meiner war, ich hab vergessen, wie der heißt, aber die drei Bastarde von Aachen, hieß der, glaube ich. Das war mein Lieblings-Song. Aus dieser Reihe. Leute, lasst mal eure Meinung dazu auf jeden Fall gerne da. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht heute noch bei dem Outtake-Video. Ansonsten morgen irgendwann. Und ja, habt einen wunderbaren Tag. Von der bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.